Mr. Buddle gräbt dir für 7 Rüstungserze Watt aus und kann richtig Gold wert sein, was das betrifft. Er befindet sich immer vor dem Aufwärmtunnel, während Mrs. Buddle dir die Rüstungserze an sich ausgräbt und ihren Standort direkt wechselt. Wo man sie überall schnell und einfach suchen und finden kann, zeige ich euch, aber mehr nach dem Intro. Ahoi Hydropiraten! Mrs. Buddle will dir ein Erz schenken, aber fragt, ob sie für dich weitere Rüstungserze ausgraben soll. Nachdem sie aber welche gefunden hat, fragt sie, ob du weitermachen willst. Entweder sie findet dann noch mehr Erze oder ihre Schaufel geht kaputt, wodurch dann das ganze Erz ihr gehört. Es kann aber vorkommen, dass selbst dann, nach dem Kaputtgehen, sie weitergraben kann. Sie trollt quasi manchmal rum. Kommen wir zu den Fundorten. Wir fangen beim Mr. Buddle an und gehen in den Tunnel rein. Direkt bei der Abzweigung ist eine Sackgasse. Wenn sie dort nicht steht, laufen wir direkt weiter. Man erkennt von weitem schon, ob sie da steht oder nicht. Denn ihre Schaufel neben ihr im Boden spawnt früher als der NPC selbst. Man sieht die Schaufel auch schon bei größerer Entfernung. Wir fahren den Tunnel durch bis zum Ausgang und dann befinden wir uns bei der Wüstensenke. Da fahren wir einfach mal geradeaus und irgendwann kommen dann zwei Felsen. Dazwischen steht sie dann. Ihr könnt euch einfach an der linken Felswand orientieren. Wenn sie nicht da ist, dann fliegen wir zum nächsten Ort. Wir fliegen zum Pfad der Prüfung, also zum Turm des Unlichts und dann gehen wir runter und direkt die erste links, da ist eine Klippe. Man sieht sie dann da unten stehen, beziehungsweise man sieht nur die Schaufel erstmals, aber wie ihr seht, ich hatte zum Beispiel das Glück, so sieht das dann aus. Wir fahren dann zurück und gehen eine Etage tiefer und dann gehen wir direkt die erste rechts und da sieht man unten da bei dem Diner-Nest, sieht man dann auch die Schaufel. Am besten ihr bewegt die Ansicht mal hin und her, weil die Ansicht für die Schaufel gerade so reicht. Habt ihr das Dojo vermisst? Nein, wir fliegen trotzdem hin, denn direkt von da aus nach links bei diesem Nest, da bei der Klippe, steht sie auch. Aber wie gesagt, ihr braucht nicht extrem weit fahren, denn die Schaufel sieht man schon von einer extremen Entfernung. Wir fahren von dort aus zurück über die Brücke und dann beim Ufer schwimmen wir aufs Wasser und dann in die Tapferkeitshülle. Und da in der Hülle, direkt die erste rechts, da ist so eine kleine Sackgasse und da steht sie auch. Einen Moment, ich bin fast da. Ich will euch halt einfach nur zeigen, wie der Weg genauestens, am kürzesten und am schnellsten ist. Ihr könnt ja währenddessen mitmachen und mitsuchen und das Video manchmal pausieren. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ihr könnt mir aber auch in die Kommis schreiben, was euer Maximum, euer Rekord war, was ihr von ihr an Rüstungserze bekommen habt. Bei mir war das Maximum bis jetzt 4. Na, ich habe da nicht so viel Glück bei den Erzen. Von dieser Sackgasse in der Höhle können wir direkt nach Grußgefilde fliegen, um uns Zeit zu sparen. Und von da aus, also vom Bahnhof, können wir direkt nach rechts, immer nur nach rechts. Dann bis zum Ende des Strandes müssen wir dann leider surfen und dann einfach nur weiter bis ins Fitnessmeer hinein und dann befindet sich die erste rechts so ein Sandgebiet. Orientiert euch einfach an der rechten Felswand. Da müsst ihr aber leider etwas näher ranschwimmen, denn sie versteckt sich da hinter einer Kante. Und dann genau gegenüber von eurem Platz, wo ihr gerade seid, gibt es die Rotominsel. Ich nenne sie so, weil da halt Rotomen in verschiedenen Formen auftauchen. Da findet ihr übrigens die Tante, bei der ihr den Galanus-Reif herstellen könnt. Der ist notwendig, wenn man Galar Fleckmon zu Galar Lamus entwickeln möchte. Mrs. Buddle befindet sich dann hier irgendwo auf der Insel, aber die Insel ist nicht besonders groß. Wir fliegen wieder zurück zum Dojo und ich wette, ihr habt es immer noch nicht vermisst, aber wir fliegen trotzdem hin und von da aus direkt nach rechts zum Balsamsumpf. Und durch diesen Sumpf fahren wir einfach durch. Ich weiß, es sieht aus wie ein reiner Irrgarten, aber dann kommen wir irgendwann zum Focus Forst. Solltet ihr Probleme haben, den Focus Forst zu finden, dann haltet euch einfach ein bisschen rechts. Also da an der Felswand könnt ihr euch orientieren. Wir fahren immer geradeaus an der Brücke vorbei und dann kommt da der erste Baum, den wir schütteln können. Und da gegenüber ungefähr da in dem Bereich, da steht sie. Wir fahren wieder zurück und zwar durch den Balsamsumpf wieder und da orientiert ihr euch jetzt an der linken Seite der Felswand und wir fahren immer weiter, 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 bis ihr in eine Höhle kommt und zwar die Kämpfergrotte. Von da aus immer geradeaus, ihr schwimmt über den See und nach dem See haltet ihr euch rechts, ihr fahrt das Gefälle hoch, ihr nehmt die linke Abzweigung und dann landet ihr bei einem sehr großen Felsen. Radelt einmal drumherum, wenn sie nicht da ist, dann geht's zurück.
Ihr fahrt dann aber nicht übers Wasser, sondern ins Wasser nach links in Richtung Ausgang. Nach dem Ausgang solltet ihr euch im Fitnessmeer befinden und dann geradeaus, da befindet sich eine Insel mit 3 Bäumen. Und direkt beim vordersten Baum solltet ihr die Schaufel von Mrs. Buddle schon sehen können. Zeige euch eben kurz bei welchem Baum genau und dann machen wir uns auf zum nächsten Ort. Wir können uns dann direkt zum Turm des Wassers aufmachen und dorthin fliegen. Wir gehen von dort aus direkt nach rechts und schwimmen übers Meer, denn dort befindet sich eine Insel mit 2 Bäumen. Ihr solltet euch jetzt im Inselkettenmeer befinden. Da müssen wir jetzt näher ranfahren, denn bei der Insel befindet sich an der Seite so eine kleine Ecke, wo versteckt auch ebenfalls als ein Dinernest sich befindet. Dort steht Mrs. Buddle auch und falls nicht, dann einfach dran vorbeischwimmen und zur nächsten Insel. Diese nächste Insel findet und seht ihr extremst gut, wenn ihr an der jetzigen Insel einfach geradeaus vorbeischwimmt und auf dem Weg dorthin solltet ihr euch dann mittlerweile im Fernarchipel befinden. Und auch hier gilt, die Schaufel von Mrs. Buddle sieht man hier schon von einer extremen Entfernung. Ich schwimme trotzdem mal hin, um zu zeigen, wo sie normalerweise ungefähr stehen würde. Dann fliegen wir wieder zum Strand der Prüfung, also zum Turm des Wassers und dann schwimmen wir dieses Mal nach rechts. Auch hier könnt ihr euch an der rechten Felswand orientieren und dann kommt ihr direkt zu einem kleinen Fleckchen, wo Mrs. Buddle sich ein bisschen versteckt. Ihr seht, es ist eine Sackgasse und wir fliegen wieder zurück zum Strand der Prüfung, also zum Turm des Wassers. Und dieses Mal gehen wir geradeaus. Ihr fahrt bis zum Focus Forst Eingang und dann fahrt ihr aber nicht rein, sondern ihr fahrt nach rechts. Ihr geht einfach der Felswand nach, bis ihr zu einer Sackgasse kommt. Und genau hier versteckt sie sich auch immer. Wenn wir dann aus der Sackgasse rausfahren, dann halten wir uns links und wir fahren der Felswand erstmal nach. Wir fahren dann am Ufer vorbei und dann seht ihr eine Höhle und genau in die fahrt ihr, denn das ist die Tapferkeitshöhle. Ihr seht dann auf der rechten Seite ein Dinernest in einer Sackgasse, das ignoriert ihr, ihr fahrt weiter und dann die nächste rechts, die Ausfahrt müsst ihr nehmen. Dann kommt ihr zur Ringbucht. Das klang zwar jetzt alles ein bisschen wie ein Navi, aber das ist gar nicht so schlimm. Bitte dann nach rechts surfen. Orientieren Sie sich hier an der rechten Felswand. Bitte in 20 Metern den Strand auffahren. Fahren Sie an den Baumstämmen vorbei zur gegenüberliegenden Ecke. Dann haben Sie Ihr vermutliches Ziel erreicht. Oh, heiliges Arceus, was für vermutlich. Die Olga ist ja wirklich bei mir. Ja, seit ein paar Tagen nenne ich die Olga. Lasst mich. Es ist an sich egal, wo ihr anfangt, aber das Video gibt so einen kleinen Leitfaden dazu. Jeder, wie er es am besten kann. Ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach einen Haken nach oben da lassen, abonnieren, die Glocke aktivieren, das wäre mega arr. Denn ihr wisst, die drei sind Rudeltiere. Hydropiraten, werft den Ball nicht zu weit, ich bin euer Tenmaru auf der Stelle zur Quelle. Ciao.